Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef und einer neuen Kategorie im Format, nämlich die drei besten Döner aus jedem vereinzelten Bezirk aus Berlin. Heute unser erster Bezirk Spandau. Sollte jeder kennen. Checken wir mal aus. Und der ist lecker. Super Einstieg erstmal, würde ich sagen, für Spandau. Ne? Feierliche Enthüllung der Gedenktafel zur Erinnerung an den Deutschen Entwicklungsdienst und seine Verdienste in Kladow. Der Deutsche Entwicklungsdienst stand für Völkerverständigung, für Versöhnung und Wiedergutmachung und nie für die ganz großen Projekte. Sie haben medizinisches Personal ausgebildet und haben selber als Ärzte gearbeitet, vor allem in ländlichen Regionen. Sie haben geholfen, Trinkwasserbrunnen zu bauen, haben Schulen gebaut und Lehrer ausgebildet. Sie haben ihren Teil dazu beigetragen. Dieser ist untrennbar mit Kladow verbunden. Wasserfreunde Spandau 04 furios. Mit einem 15:3 Erfolg gegen den Tabellenletzten White Sharks Hannover sind die Männer aus Berlin auch im fünften Spiel der Wasserballliga unschlagbar. Nach dem 7:1 im ersten Spielabschnitt setzen sich die Berliner dann aber immer deutlicher von den Gästen ab und zeigen dabei vor allem in Überzahl schöne Kombination und Spielfreude. Somit gewinnt der Rekordmeister gegen den Tabellenletzten mit 15:3. Auch in der Champions League läuft es in dieser Woche für die Gastgeber bestens. Nach zuvor 3 Niederlagen und einem Remy schaffen sie endlich den ersten Erfolg gegen Steaua Bukarest mit 10:8. Aktuell belegen die Spandauer den 6. Platz und haben somit noch eine Restchance auf das Erreichen des Final Eight der 4 Gruppenbesten in der Königsklasse. Angekommen bei Hasse oder Hasse oder wie auch immer man das ausspricht. Da gibt es ja schon Ewigkeiten, ne? Ich denke bei 27 Jahren. Ja, locker. Feier, ich mach gute Laune. Da schmeckt der Döner gleich besser. Übertrieben lecker. Wow. Ja. Ganz toll. Das ist ja ein absoluter Geheimtipp. Warum waren wir hier noch nicht? Ich glaube, das wird auch das Geile an dem Format sein, dass man hier viele Überraschungen erleben wird. Ja, okay. Auf jeden Fall. So, Fazit, absoluter Wohlfühlladen, würde ich sagen. Ja. Geil. Anders kann man das nicht beschreiben. Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir sind immer noch in Spandau. Wir haben ein wirklich, ich glaube, es wird ein Desaster, deswegen bestellen wir auch nicht so viel. Aber wir haben was rausgesucht. Wir blenden den Namen mal aus, weil, wie gesagt, schlechte Publicity muss man jetzt auch niemandem reindrücken. Aber hier oben ist wirklich ein Logo drin von der Pizza und wir blenden es euch mal kurz hier ein. Das ist wirklich das Ekelhafteste, was ich seit langem gesehen habe, weil die Leute hier in dieser Liefer-App, die müssen halt immer so ein Bannerbild machen. Und das ist wirklich ein Block Quark. Da ist ein Block Quark auf einer Pizza drauf. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist ein Block Quark in der Mitte der Pizza. Das ist so ekelhaft. Ich habe so etwas noch nie Alles wie angekündigt, lecker und ganz klasse, dass der Mindestbestellwert so niedrig ist, dass Frau auch alleine bestellen kann. Hä? What? I shit you not. Das war nichts. Burger lieblos, Pizza mit Tiefkühlkuchenteig. Kuchenteig. Digga, die Leute sind so wütend, Mann. Kuchenteig. Als Pizza. Als Pizza, what the fuck? Alter, ey, Pizza Currywurst. Das wirkt gerade tatsächlich wie das Normalste. Dann lass uns die nehmen, oder? Nee, jetzt kann ja nicht sein, dass nicht mal Pizza Hotdog. Wo ist denn jetzt der Unterschied zur Currywurst? Leck mich am Arsch. Das ist wirklich ein absolutes Volldrama. Wir schauen mal rein, wir haben kleine Sachen bestellt, plant-based Sachen bestellt. Let's keep it safe. Ich bestelle jetzt, mal gucken, wann sie da sind und dann sehen wir uns gleich wieder.
XXL Mix. Was geht ab, Freunde? Alles gut? Wird es hier abgehen oder wird es hierher nicht abgehen? Weil viele haben auch gesagt, ey Bro, geh mal bitte nach Spandau, film dort mal im Silvester, da ist die Hölle. Sorry, ich habe eine Frage. Seid ihr aus Spandau? Wird es dieses Jahr hier in Spandau abgehen mit dem Feuerwerk oder eher nicht? Ja, ich glaube nicht. Echt, ja? Ich komme nicht erst rein. Doch? Ja, weil viele schreiben immer, Spandau, Spandau soll richtig abgehen. Bitte komm einmal nach Spandau. Starken? Am 31. Starken? Okay, dann weiß ich Bescheid. Spandau ist schon ein bisschen eine andere Welt. Schon eine andere Nummer sowas. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite. War heftig, ja, bei euch? Letztes Jahr, aber war trotzdem. Hier in Starken, wo genau? Upsalle. Upsalle, ne? Da wurde richtig abgehen, ja, alles klar. Danke dir. Also würdest du sagen, da mal hinzugehen? Könnt ihr es mir empfehlen? Am 31. Ja, alles klar, danke dir. Ist gefährlich, ja? Alles klar, danke dir. Obstallee. Und er sagt, wenn du auf dich aufpassen kannst, kannst du da hingehen. Kommen wir zum, ich würde nicht sagen Highlight, aber zum Special. Ja, Bruder, Spandau Vibes. Wir überall diese Burg geben. Hier denkst du noch richtig, du bist im Mittelalter. Oder kannst du dir wenigstens vorstellen, wie es mal war? Das hier zum Beispiel war eine alte Stadtmauer. Brauhaus Spandau. Brauhaus Spandau, Freunde. Ne? Mit guten Freunden trinkt man ein Bier. Jetzt sind wir hier bei Lale. Ob es derselbe Lale ist, ich weiß nicht. Irgendwie sieht es anders aus, aber heißt doch Lale. Hallo. Ah, was haben sie da drin? Eisbein. Eisbein, hier drin? Nee, leider nicht. Das ist der geilste. Schönen Tag Ihnen. Wir sind jetzt hier extra wegen dem Fischdöner hingefahren. Und jetzt sagte uns die liebe Frau gerade, die haben sie aber nur am Freitag. Ja, eigentlich hat sie jetzt 50 Dönerbestellungen. Okay, das hat auch schon mal was zu heißen, würde ich sagen. 50 Döner, einfach mal bestellen. Ich schau mal, Pizza haben sie auch da. Mit dem alten Nala hat es nichts zu tun. Damals waren die irgendwie zusammen, jetzt getrennt. Keine Ahnung, ich will jetzt einfach nur meinen Fischdöner. Ich will auch nur noch meinen Fischdöner essen, probieren, schmecken. Was das wird jetzt hier? Ja, checken wir aus, Freunde. Wir nehmen euch jetzt mit. Ja, sie meint doch gerade, wo die Kamera aus ist, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal in Spandau ist, dass es sonst hier nirgendwo gibt. Ne? Voll da. Dann ist das zu, na klar, dann ist das zu viel. Wir machen jetzt erstmal so. Okay. Ein richtig voller Biss. Für alle, die auf Fisch stehen, auf knusprigen Fisch stehen, Fleisch ist Flachenbrot, frischen Salat, schöne Kräutersoße. Ja, die Kombi ist schon böse. Sollte eigentlich jeder türkische Laden, der irgendwie so ein bisschen noch eine Dorade anbietet, sollte ein paar Sardellen im Angebot haben und das in den Dönerbrot klatschen. So, Kompagnon. Das matcht viel mehr, als ich gedacht hätte. Das ist ein richtig schönes Gesamtding, schön knusprig. Krosses Brot und krosser Fisch, also krosse Sardellen. Oh, mit Zitrone natürlich dann mal knaller, ne? Wow, wow. Richtig geil. Also ich sag dir ehrlich, dafür würde ich safe wiederkommen hier. Hierfür würde ich hier hinfahren. Wenn es das nur hier gibt, muss man hier natürlich zurückfahren, ne? Oder führt es einfach mal in eure Läden ein, wenn ihr jetzt einen Dönerbesitzer zuguckt, ne? Ja, gute Idee, frisch. Macht was her. Schönes Bild draußen, vielleicht mal als Aktion, wie gesagt, an so einem Freitag, lockt die Leute auf jeden Fall an. Danke, meine Liebe, erstmal für das gute Essen. Ich bedanke mich bei dir. Und ja, den Sardellendöner, den gibt es hier immer. Also stürmt den Laden, geht dieser Frau auf den Sack, sagt, ihr wollt diesen Sardellendöner essen. Weil aber ist immer höflich bleiben, bitte. Ne? Zitrone darüber, ein bisschen Kräutersoße rein, übergut. Ja. Was sagst du, lohnt sich Spandau am 31. Jahr zu kommen zu euch? Nein, Bruder, geh mal schön irgendwo anders, geh mal raus aus Berlin, Bruder. Meinst du, ja? Freunde, meine Frage, lohnt sich das hier im Silvester nach Spandau zu kommen? Viele schreiben, geh nach Spandau. Wir kommen nicht von hier. Achso, wir kommen nicht von hier. Woher seid ihr denn? Aus Rathenow. Was ist das? Das ist auch eine Stadt. Achso, alles klar. Nee, macht euch nichts. Ich bin so ein bisschen, ich war Hauptschüler. Achso. Alles klar. Alles Gute, mach's gut. Freunde, die machen mich gerade so richtig heiß drauf, bei meinen 30. Aber Obstallee ist wirklich, da musst du am Abend auch zum Beispiel auch, musst du gut auf dich aufpassen können. Auch wenn du normal vorbeiläufst? Ja. Echt, ja? Ich habe richtig Bock auf die Hut dafür, dass ich es gesagt habe. Schon der Zweite sagt das. Alles gleich, danke dir. Ne? Okay. Mach's gut. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Interessant. Die Obstallee soll gefährlich sein. Auch wenn du da ganz normal vorbeiläufst. Wir gehen da hin, oder? Wir legen los. Sour Cream haben wir bestellt für irgendwas. Ich glaube für diese wunderbaren Pizzabrötchen mit einem Wiener Würstchen drin. Guck mal hier, das ist doch mal was, da kann man jetzt mal glücklich sein, oder? Wiener Würstchen, was denn? Es ist nur ein Wiener Würstchen und ein tolles Pizzabrötchen. Ganz ehrlich, das riecht alles so scheiße. Da hättest du auch diese komische Schnitzel mit Hollandaise und Butter. Das riecht wie meine Oma. Beleidigst du gerade meine Oma? Na klar. Das finde ich okay. Ich glaube halt nur, dass es mir in einer Stunde sehr schlecht gehen wird. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich bin wirklich wieder Kurzzeitgedächtnis, ist on point, on fleek und whatever. Ah!
die vegetarischen und veganen Nuggets. Da haben wir auch schon gesehen, bei unserer Rechnung angeheftet, dass das hier eine Kooperation ist mit The Vegetarian Butcher. Riecht aber auch wie Fisch. Hier, was sagt die Nase? Das ist gerade wieder Tinder. Das riecht wirklich nach Fisch. Das riecht typisch nach so altem Frittierfett und deshalb ja, ganz eindeutig nach Fisch. Nee, wie? Entschuldigung, nicht Fisch. Wie riecht's nach? Und irgendwie ist dieser Boden erstaunlich kuchig. Man sieht richtig schön den Hahn, wie er nach oben geht. Ich glaube aber nicht, dass sie tatsächlich einen Kuchenboden genommen haben. Kann aber sein. Hier, guck mal. Das ist alles komplett roh. Das ist perfekt. Was ist das denn? Senf. Nee, das hier. Pizzakäse. In so Streifen? Es ist ein Burger. Belegt den Streifenkäse und in der Mitte davon ist Senf. Hä? Na, was schmeckt das, Mann? Das ist so, das ist so dumm. Das grenzt an Körperverletzung. Ne? Tschö. Meine Wertung. Achso, null. Sollen wir nicht eigentlich einen Donut bekommen? Ja, ne? Doppeldonuts. Zwei Donuts. Moment mal. Ich hab nämlich sogar unten noch gefragt. Ich hab ihn gefragt, was ist eigentlich mit dem Donut? Er hat gesagt, ach ja, nee, Donut kommt noch. Und hat das Ding da drauf geklatscht. Ich dachte nur so im Dunkel, so hell, so ein komischer Donut. Ich hab gleich den Cookie gestellt, oder? Nö. Nee. Tschüss. Und woher kommst du? Ich komme aus Friesland, ich habe mal vorher hier gewohnt. Okay. Wie ist es bei euch? Ist es ruhiger? Nein, bei uns ist es ruhiger, aber ja, okay. Es ist halt wie in der Stadt ganz normal. Wie war das? Friesland. Friesland? Ja, Friesland. Ist es weit weg? Das ist, ja, 25 Minuten von hier. Ach, 25 Minuten? Es gibt so viele Nebenorte hier, ist der Hammer. Alles klar. Cool, danke dir. Ist das okay, wenn ich dich interviewt habe? Ne? Alles, cool. Alles klar, danke dir. Viele sagen Spandau, ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist wirklich krass. Es gibt auch häufig Schlägereien hier so. Echt? In Spandau? Ja, glaubt man gar nicht. Krass, Mann. Ja, Hammer. Alles gleich, danke dir, ne? Cooler Typ. Schon der vierte, danke. Schon der vierte, der sagt Spandau. Mädels braucht man das nicht zu fragen, weil die Mädels machen das eh nicht. Ich glaube, die Mädels knallen anders. So. Viele sagen Silvester in Spandau, stimmt das? Wird es dieses Jahr hier abgehen, oder? Ja, schon, aber nicht hier so. Sie müssen mehr da so Starken gehen. Starken? Ja, okay. Da wo diese Hochhäuser sind. Und stimmt das, wenn man zur Obstallee geht, dass es gefährlich ist? Aber so gefährlich ist es nicht. Ach so, stark, ja? Ja, da ist krass. Also ist nicht gefährlich, wenn ich so aussehe wie ich, oder was? Ja. Ist einfach nicht gefährlich. Okay. Spandau und Wedding. Das sind so zwei Orte, zwei Bezirke, wo ich sein werde. Okay? Zu 100%. Jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein.